Herzlich willkommen hier auf Volksblatt Online. Man kann sie mögen, man kann sie auch nicht mögen, aber zumindest streitbar war sie in der Vergangenheit relativ häufig. Die Rede ist von der Freien Liste und ich freue mich, zumindest den lebenden Beweis, dass es sie noch gibt, hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Wolfgang Marxer, Präsident von der Freien Liste. Das ist grauenvoll. Herr Marxer, gibt es die Freie Liste noch? Die Freie Liste gibt es ganz sicher noch. Es ist vielleicht ein subjektives Gefühl, aber... Und es mag zutreffen, dass wir weniger sichtunhörbar sind. Ist da noch nicht die Tagesmedien zur Verfügung. Und wir nehmen noch bewusst nicht an jedem Schlagabtausch über die Presse teil. Wir bringen unsere Sachen im Landtag ein. Und ja, es ist leider so, dass die Presse darüber berichtet, wenn es nicht passt. Auf jeden Fall eher tendenziös berichtet. Aber insgesamt ist es sicher so, dass wir probieren, reale politische Arbeit zur Sache zu machen. Und das wird nicht immer so. Kommt nicht immer so übrig. Zur Frage zurück, ob das jetzt an der Presse liegt, da muss ich natürlich gleich mal eingreifen. Da hat sich, glaube ich, in der Medienlandschaft in den letzten Jahren da nicht so wahnsinnig viel getan. Leider. Und früher wart ihr präsent, also insofern kann es, glaube ich, nicht nur an der Presse liegen. Ich mache nicht den Vorwurf nur der Presse, sondern ist selbstverständlich, es liegt auch an uns. Aber zurück zur Frage, ja, uns gibt es gern. 25 Jahre, Freie Liste, 85 gegründet worden. Wir haben gerade unsere 25. GV durchgeführt. Gesund in der Struktur, gesund in den Finanzen und was, glaube ich, ganz wichtig ist, gesund gegenüber dem Wähler, für was die Freie Liste steht. Also insofern haben wir ein sehr klares Profil rund um soziale Gerechtigkeit, Demokratie. Nur das Gefühl ist einfach da, dass der Wähler im Augenblick relativ wenig von euch hört. Wie gesagt, in puncto Vermarktung, in puncto Kommunikation sind sicher Defizite da, aber wir haben ein Mandat im Landtag, wir sind in 7 Gemeinderäte dabei, wir sind in rund 20 Landeskommissionen mitvertreten, in unzähligen Kommissionen auf Gemeindeebene. Nur, es ist klar, das ist die Arbeit, die im Hintergrund stattfindet. Das scheint auf kaum Leistungsausweis auf und es ist an uns eigentlich da so wieder publik und transparenter zu machen, was die Freie Liste aktiv leistet. Im Leitbild der Partei kann man Folgendes nachlesen, ich habe mir das mal rausgesucht. Hauptanliegen der Freien Liste sind der Schutz der Umwelt, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und soziale Gerechtigkeit. Dies bedingt die laufende Überprüfung der langfristigen Folgen für politische Entscheidungen. Und die Freie Liste bezieht Klarstellung und nimmt eine demokratische Kontrollfunktion ein. Wie genau macht sie das? Gut, es sind neue Rahmenbedingungen seit der letzten Landtagswahl. Der Wähler hat sich für eine absolute Mehrheit entschieden. Insofern wird die Kontrollfunktion ungleich schwieriger. Wir sind zurückgebunden worden, aber wir bringen unsere Standpunkte nach wie vor ein. Leider, muss ich sagen, gehen die oft unter im politischen Hickhack innerhalb von der grossen Koalition. Aber nichtsdestotrotz, so wie man kann, bringen wir unsere Standpunkte, sei es vor allem im Landtag zu den Landtagsthemen und es stehen sehr wichtige Themen an. Dort wird man uns hören, was die Haltung von der Freien Liste zu gewissen Punkt ist. Wie weit, dass das nachher auch nach außen kommt, wie weit, dass der Input auch Erfolg hat, das entscheiden die Grossen. Und Verhältnis, Machtverhältnis, wenn man so will, sind derzeit sehr klar. Wir stellen die Frage, ob es die Freie Liste überhaupt noch gibt, nicht zum ersten Mal. Wir haben vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal nachgefragt. Dort hat es verwiesen, ja, es wird wieder mehr. Ich habe jetzt mal bei euch auf der Homepage geguckt, zum Thema Aktuelles. Da habe ich etwas zum Industriezubringer gefunden, was auch nicht mehr so wahnsinnig aktuell ist. Und aktuelle Termine war am 5.3. Führung im Landesarchiv. Und am 20.09.2009 gab es dann noch die Jahreshauptversammlung. Wahnsinnig aktuell ist das nicht? Stimmt sicherlich. Wobei, ich muss vielleicht kurz ausholen. Landtagswahlen. Komplett neue Situation, auch für uns, überraschend. Ja, aber das ist ja nur auch schon ein Jahr her. Ja. Nur im Juni auch ein neuer Vorstand, wo sich auch zuerst wieder finden hat müssen. Prozesse, eine neue Geschäftsstelle eingerichtet. Das sind alles Grundstrukturen für das Funktionieren von dem Verein, von der Partei, für die Zukunft sehr wichtig. Aber die Arbeit hat mehr im Hintergrund stattgefunden, innerhalb von der Partei, gegenüber den Mitgliedern und weniger in der Kommunikation nach außen. Das ist wahrscheinlich genau das, was sie vermissen. Wird sich ändern, zumal wir über die Grundlagen mittlerweile geschaffen haben. Homepage, Kommunikation, da wird es eine Veränderung geben. Die bisherige Geschäftsführerin und Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit hat ihre Stelle aufgegeben, hat sich entschieden, die Stelle abzugeben. Wir haben neu ausgeschrieben, sind derzeit an der Evaluation von verschiedenen Bewerbern und es ist klar, dass die Freie Liste in Zukunft wieder sicht- und hörbarer wird.
Sie haben insofern recht, dass ich das ein oder andere vermisst habe. Ich habe zum Beispiel vermisst, wir haben in den letzten Wochen und Monaten einige Diskussionen zum Thema Rechtsradikalismus da im Land gehabt. Da habe ich ganz klar ein Statement von der Freien Liste erwartet. Das kam nicht. Heute ist jetzt in der Zeitung etwas drin gewesen, ein kurzes Statement. Aber warum hat sich die Freie Liste zum Beispiel nicht ganz klar gegen Rechtsradikalismus ausgesprochen? Stimmt, man hätte sich nicht explizit zu den jüngsten Attacken noch einmal geäußert, nur die Haltung gegenüber von der Freien Liste, gegenüber Fremden und gegenüber Fremdenfeindlichkeit ist wahrscheinlich absolut klar. Was man wahrscheinlich viel mehr vermisst hat, ist die koordinierte Aktion von ganz oben. Da ist etwas am Tag zwischen der Regierung, zwischen dem Landtag, zwischen der Gemeindevorsteher, etwas, was letztlich im Sand verlaufen ist. Und das ist schon fast fahrlässig. Jetzt melden sich die höchsten Politiker da dazu. Und ich finde es gut, dass die laufenden Ermittlungen zum Teilerfolg bisher geführt haben und hoffentlich zum ganzen Erfolg führen. Und dass bewusst gemacht wird, dass die Szene im Land, also es die gibt, das wird für einzelne Kreis unterschwellig immer noch, ich sage jetzt, geduldet, nicht jetzt akzeptiert, aber geduldet. Mhm. Und es ist gut, dass die laufenden Ermittlungen sagen, dass da eine rechte Szene existiert und dass es eigentlich nur eine Nulltoleranzpolitik gegenüber der Szene GK. Aber was kann die Freie Liste da tun, um vielleicht auch ihren Teil dazu beizutragen, dass vielleicht auch mal mehr darüber geredet wird, was vielleicht auch notwendig wäre? Ja, sicherlich, es hat schon Beiträge im FL-Info zur Einstellung, zur Haltung gegenüber Fremden. Wenn wir irgendetwas lancieren würden in Sachen Ausländerstimmrecht etc., dann würde ein Hallo durchs Land gehen, was eigentlich eben sagt, was die Einstellung der Liechtensteiner oftmals gegenüber Fremden ist. Und das ist dann ein ständiger Prozess, wo nicht jetzt eigentlich mit einer Stellungnahme abgehandelt werden kann, sondern wie sich sagt, die Szene ist aktiv und es wird durch alle Instanzen, auch alle rechtsstaatlichen Instanzen, nötig sein, das zu bekämpfen und zurückzubinden. Max, Sie haben es gesagt, es wird auch neue Inhalte geben von der Partei, von der Freien Liste. Da sind wir gespannt. Auf ein paar Punkte werden wir gleich noch eingehen und das machen wir dann im zweiten Teil.